Willkommen beim Bethel Podcast. Du hörst unsere Predigtserie «Vom Himmel in den Alltag». Das ist Teil 1. Perfekt ausgerüstet. Herzlich willkommen hier bei uns im Bethel Gottesdienst. So schön bist du da. Wir starten heute mit einer neuen Serie, die aber sehr viel mit dem Thema zu tun hat, wo wir in der letzten Serie schon angeschaut haben. Aber zuerst möchte ich mal noch fragen, wie geht es euch heute Morgen? Ja? Sind ihr wach? Sind ihr? Sehr gut, sehr gut. Wir haben ja als Gemeindeleitung uns immer Zeit nehmen, im alten Jahr, um zu schauen, was kommt im neuen Jahr. Nehmen wir uns Zeit für das Gebet. Und etwas, was Gott uns aufs Herz gelegt hat, ist der Vers aus dem Vater unser Gebet: Wie im Himmel, so auf Erden. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, sie sollen das beten. Und Gott hat einen Willen und sein Wille ist vollkommen. Und das, was die Bibel mit Himmel bezeichnet, dort passiert Gottes vollkommener Wille. Und die Erde, die wir hier leben, das ist ein Raum, den Gott geschaffen hat, wo es auch möglich ist, dass Dinge geschehen. Nicht, wo er nicht im Griff hätte oder wo er nichts davon wüsste, aber gleich, wo er einen bestimmten Spielraum lässt, dass Menschen wie du und ich können ihre Entscheidungen treffen können. Und Jesus sagt, wartet und setzt alles daran, dass Gottes vollkommene Wille so passieren kann, wie er im Himmel passiert, dass er auch hier auf der Erde passiert. Amen. Und die grossartige Botschaft ist, er möchte, dass du und dass ich, dass jeder Mensch anfängt, das zu sehen und erkennen und anfängt zu schauen, was ist Gottes Wille, was sind die Werke, die er vorbereitet hat, wo wir sozusagen wie sollen abholen wie ihm, dass sie hier auf Erde sichtbar werden. Also Dinge passieren nicht einfach so automatisch, sondern Gott involviert dich und deine Gebete und deine Ressourcen, deine Zeit. Das ist nicht einfach so ein Zeitvertrieb hier auf der Erde, sondern um das geht es. Und die Frage ist jetzt natürlich, gut, wie soll das genau passieren? Es fängt ja alles an mit der Schrift, mit Gottes Wort. Da lesen wir so viel darüber, wer Gott ist, was sein Willen ist. Aber 99% von unseren Entscheidungen, die wir tagtäglich treffen, oder? Da hast du vielleicht gewisse Prinzipien gesehen, aber es sagt dir jetzt nicht, was du machen sollst. Nach dem Gottesdienst, am Montag, welchen Job sollst du auswählen, all die Entscheidungen, da ist nicht direkt etwas drin, oder? Also wie ist es möglich, dass es im Himmel wie auf Erde sein kann? Irgendwo muss es möglich sein, dass eine Kommunikation stattfindet zwischen Himmel und Erde, oder? Irgendwo muss es möglich sein, dass Gebet und Beziehung mit Gott nicht einfach eine Einbahnstrasse ist, sondern dass da etwas hin und her geht in der Kommunikation, oder? Aber viele Leute sagen, weißt du was, so ich das mit Gottes Stimme höre und so, ich weiß nicht so recht, was mit dem gemeint ist, oder? Das ist bei mir nicht der Fall. Ich war vor ein paar Tagen Hans und Rösli auf Besuch und hat sich den Abend zusammen verbracht. Und es war so ein ermutigendes Gespräch. Und etwas hat mich besonders berührt, was Hans gesagt hat. Und ich habe dich gefragt, ob ich das verwenden darf. Und ich sagte, ja, sicher. Und ich möchte euch einfach das erzählen, wie es so gut zum Thema passt. Der Hans hat erzählt, dass im Sommer 2023 er sich intensiv Sorgen gemacht hat um die berufliche Zukunft von seinem Sohn,
heiraten zwei schulpflichtige Töchter. Weil trotz guter Ausbildung, Berufslehre, kaufmännische Zusatzausbildung, eigenössisch diplomierter Verkaufskoordinator, eigenössisch diplomierter Verkaufsleiter und so weiter, hat er seit März 2022, also seit eineinhalb Jahren, einfach keine entsprechende Arbeitsstelle gefunden. X-mal unter den letzten zwei Bewerbern am Schluss sind es Kleinigkeiten gewesen, aber es hat einfach nicht geklappt. Und dann zu allem Herren wäre dann auch die Arbeitslosenunterstützung Ende September 2023 ausgelaufen. Der Hans ist am Freitagmorgen ins Männerfrühgebet gegangen. Und dort haben sie darüber geredet, über Gottes Reden und Handeln. Und er und jemand anderes haben gesagt, wir hören Gottes Stimme nie. Und ein anderer Teilnehmer, ich sage jetzt nicht wer, sein Name ist Yves, hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass das eine Festlegung sei und dass wir da damit mit so einer Festlegung können Gottes Handeln im Weg stehen. Ich war sehr betroffen gewesen, hat Hans gesagt, habe vor Gott Buss da und ich habe ihn gebeten, sich doch einfach mir irgendeiner Form zu zeigen. Und er sagt dann, in der darauffolgenden Nacht habe ich einen Traum gehabt, in einer Klarheit, wie ich es noch nie erlebt habe. Ich habe meinen Sohn gesehen, auf dem Bahnhof stehen und auf den Zug warten. Der Zug ist gekommen, Leute steigen aus und ein, die Türen gehen wieder zu. Der Zug setzt sich in Bewegung. Und in dem Moment rennt mein Sohn auf den abfahrenden Zug, der hat angehalten, die Türen sind aufgegangen, er ist eingestiegen. Und er sagt, ich kann mich noch heute an jedes Detail erinnern und das beschreiben. Und dann bin ich zum Schluss gekommen, dass Gott bei unserem Sohn nicht wird spät kommen und auch für ihn eine gute Lösung bereit hat. So nach dem Motto, spät, aber nie zu spät. Natürlich habe ich das auch erzählt, in meinem persönlichen Umfeld, an Martin, was ich geträumt habe und was Gott für ihn wird bereithalten. Und dann Ende August 2023, Martin hat gerade wieder eine Absage bekommen, als zweitletzte, in der letzten Runde ausgeschieden, hat ihn Co-Geschäftsführerin angerufen von einer mittelgrossen Firma, von der Baubranche. Auf verschlungene Art und Weise ist sie an sein Personaldossier gekommen und sie haben gerade einen Fachmann gesucht mit einer Ausbildung und Erfahrung, wie er sie hatte. Und zudem ist auch noch in absehbarer Zeit die Funktion vom Verkaufsleiter frei geworden. Zwei Gespräche später, Martin engagiert und seit Mitte September 2023 ist er als rechte Hand vom CEO tätig. Wie grossartig ist das? Und nach dem Vertragsabschluss hat Martin mir dann eine WhatsApp-Nachricht geschickt. Ich bin in den Zug eingestiegen. So. Und dass ich und meine Frau Gott alle Ehre geben und auch noch heute das Lied auf der Hand. Und wir hoffen, dass die Glaubenserfahrung auch im Umfeld von Martin ihre Auswirkungen hat. Seien wir doch einfach ehrlich. Es kann sein, dass viele Gläubige mit dem irgendwo ringen. Und dann gehört es von dem und diesem, wo irgendwo das und jenes gehört und irgendwo mit Gott redet, oder? Vielleicht geht es dir genau so. Und dann ist die Serie besonders auch gerade für dich. Weil wir wollen uns mit dem auseinandersetzen. Bin ich überhaupt ausgerüstet? Das ist mal heute die Frage von der Predigt, von Gott zu hören. Und wir wollen aus der Bibel betrachten, was die Bibel sagt, in Bezug auf das Erkennen. Also ja, die Frage ist schon, bist du ausgerüstet? Hast du, was es braucht? Oder wir allgemein als Menschen die Wahrheit, das, was wahr ist, zu erkennen? Ich meine, heute suche ich gerade in der Zeit von Fake News und so weiter, in einem Dschungel von so vielen Informationen und Eindrücken, wie findest du da überhaupt noch irgendwo zu etwas durch, was wahr ist, oder? Gibt es überhaupt so etwas wie Wahrheit? Und wenn ja, können wir das überhaupt erfassen? Jesus hat dazu gesagt, zu seinen Jüngern im Johannes 14,6. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger, dann werdet ihr, was?
dann werdet ihr die Wahrheit erkennen. Und dann hat das noch eine Auswirkung, die Wahrheit wird euch frei machen. Also es ist nicht einfach nur ein Hobby für Hobbyphilosophen, zum zu schauen, ob es eine Wahrheit gibt jetzt oder nicht, und man da irgendwo bei Sternstunde ein bisschen rumdiskutiert, sondern es ist relevant. Es ist relevant, gibt es eine Wahrheit? Kann ich die erkennen? Und wenn ja, was hat das für eine Wirkung? Jesus sagt, es gibt eine Wahrheit, ja. Wir sind ausgerüstet, dass wir die erkennen können. Und die wird uns frei machen. Und von dem her ist es so wichtig, dass wir uns mit dem auseinandersetzen. Aber unser grosses Problem hier im Westen ist, dass wir so skeptisch sind, oder? Ist das auch schon aufgefallen? Skeptizismus. Und das hat eine lange Tradition bei uns. Das geht viele hundert Jahre zurück. Das ist nicht einfach nur so. Und klar, gewisse von uns sind ein bisschen kritischer als andere, aber wir haben alle in unserer Gesellschaft haben irgendwo den Mindset. Und eine Person, die da so ein bisschen rausragt, unter anderem, hast du vielleicht auch schon in der Schule gehört, René Descartes, ist eigentlich ein gläubiger Mensch gewesen, ein Christ im 17. Jahrhundert, wo mehr und mehr so ein bisschen kritische Fragen gestellt worden sind und alles ein bisschen hinterfragt worden ist. Er hat gedacht, gut, wenn man alles hinterfragt, oder? Was, wenn einfach nichts stimmen würde? Wenn man alles einfach hinterfragt. Wenn man das genug lang macht, dann kommt man vielleicht irgendwann auf eine Grundlage, wo ich dann drauf stehen kann und von dort kann ich dann quasi zu der Wahrheit gelangen, oder? Das war seine Idee. Und das hat er auch gemacht. Und du kannst dir vorstellen, es ist so wie ein Gedankenexperiment. Das ist im nächsten Bild. Stell dir mal vor, du wärst einfach nur ein Gehirn und du wärst angeschlossen an einen Computer und du selber bist der Meinung, dass du jetzt hier im Gottesdienst sitzt, oder? Und zulässt und so weiter, deine Gedanken machst, vielleicht nur in den Bauch, hast ein bisschen Hunger oder was auch immer, aber eigentlich ist alles nur sozusagen eine Simulation, oder? Auch alles, was du hörst, alles, was du fühlst und so weiter, nichts ist echt, alles wäre eine Täuschung. Und ich meine, in den Hollywood-Filmen ist ja das auch verschiedene Male, Matrix, Truman Show, Inception, was auch immer. Das haben wir ja auf verschiedene Arten alles schon durchgespielt, oder? Das ist kein neuer Gedanke. Und das hat sich in der Descartes gefragt, wenn ich alles bezweifle, tue in Zweifel, was ist eigentlich das einzig Sichere? Und dann ist er ja zu dem Satz gekommen, vielleicht hast du schon gehört, hast, cogito ergo sum, ich denke, also bin ich. Also er gesagt, okay, was ganz sicher ist, ich bin alles am Bezweifeln, das heisst, ich habe Zweifel. Und das heisst, ich selber muss existieren, weil sonst könnte ich ja keine Zweifel haben. Und dann hat er gesagt, also gut, weil ich Zweifel habe, weiss ich, dass ich existiere. Aber nachher kommst du eben nicht weiter. Weil du kannst vielleicht schon wissen, dass du selber existierst. Aber es ist ja mit allen anderen um dich herum, oder? Wie kommst du dann irgendwo, sobald es dann nur einen kleinen Schritt weitergeht, wie weißt du denn, was wahr ist? Ob überhaupt die neben dir wirklich existieren? Geschweige denn Gott und so weiter, oder? Das ist die Frage, dem, wo er nachgegangen ist. Aber aus dem Zweifel, aus dem Skeptizismus, da bist du dann einfach nur noch ein freischwebendes Ich und du kommst eigentlich nicht wirklich weiter mit einer Gewissheit. Und wir schauen heute jetzt das Gottes Wort an und kommen dann zum Schluss, dass du und ich als Menschen, dass wir eigentlich perfekt ausgerüstet sind von Gott. Wir sind perfekt ausgerüstet. Wir werden anschauen, was die Bibel sagt, was unsere Erkenntniswerkzeuge sind, wo wir damit arbeiten können. Und was dann auch die Grundlage ist, eben, dass wir nicht irgendwo freischwebend sind, sondern auf der die Werkzeuge wirklich funktionieren. Okay, mal als Erstes die Erkenntniswerkzeuge. Es gibt ganz verschiedene Begriffe, aber ich wähle jetzt mal biblische Begriffe. Und es gibt da drei verschiedene Kategorien. Die Bibel sagt, du und ich, wir haben einmal einen Körper, das ist offensichtlich. Dann sagt sie, wir haben auch eine Seele und wir haben einen Geist. Und du siehst es schon bereits im 1. Mose 2,7. In dem einzelnen Vers, da beschreibt Gott, wie er aus Materie
den Mensch formt. Und dann, wie er ihm seinen Atem, also seinen Geist einhaucht, also das Wesen mit dem Geist, wir sind nach seinem Bild geschaffen, und wie der Mensch so zu einer lebendigen Seele wird. Also das ist all die Begriffe in diesem Vers. Und wenn wir jetzt anschauen, wie die verschiedenen Aspekte uns helfen, etwas zu erkennen, dann schauen wir mal zuerst den Körper an. Das ist das, was irgendwo am offensichtlichsten ist. Der Körper mit seinen 5 Sinnen. Wir können hören, wir können sehen, wir können tasten, wir können schmecken. Und, also riechen und schmecken. Und mit unseren 5 Sinnen können wir in der Umgebung uns orientieren und wir haben Sinneswahrnehmungen. Und das ist mal ein Werkzeug, das uns dabei hilft, Informationen, Dinge, die passieren, die mal aufzunehmen. Das ist mal der Körper. Und dann sehen wir auch die Seele. Die Seele, das ist schon ein bisschen schwieriger zu greifen. Die Seele, das ist dort, wo so ein Denken stattfindet. Unsere Vernunft. Und dort gibt es Dinge, die sind nicht unbedingt sichtbar. Ich meine, Mathematik, natürlich, da kannst du schreiben, 1 und 1. Geht? Okay. 2. Aber wenn ich es jetzt ausputze, oder? Dann heisst es nicht, dass das nicht mehr gilt, oder? Sondern das gilt egal jetzt vom Materiell und das, was wir sehen, oder? Es gibt Gesetze, die sind nicht materiell oder auch Gesetze von der Logik. Und das hat mit der Seele zu tun, was wir dort eigentlich verarbeiten. Und dann auch Gefühle, unsere Emotionen, das ist so etwas wie eine Bewertung dann, hey, es fühlt sich gut an, das fühlt sich nicht so gut an, so wie ein Belohnungs- oder Bestrafungssystem. Und dann auch der Wille, mit dem wir unsere Aufmerksamkeit auch auf gewisse Dinge richten. Das sind so die Dinge, die in der Seele stattfinden. Und dann der Geist selber, das ist das, was wahrscheinlich am schwierigsten fassbar ist. Das ist dort, wo man solche tiefen Fragen stellt. Gibt es Gott? Was ist gut, was ist böse? Was ist der Sinn vom Leben? Wo man merkt, da ist irgendwo ein Ziehen, da ist etwas in uns drin, wo auch sehr viele Leute sagen, ja, ich spüre, es gibt irgendetwas Höheres. Und das ist der Geist. Das ist so wie eine Intuition, auch das Gewissen. Das sind die Sachen, die dort drin sind. Und bei all dem, wenn man sieht, also die Bibel hat nicht irgendwie ein ausgeklügeltes, trennscharfes Modell, sondern das sind einfach so Aspekte, wo man so herauslesen kann. Einfach, die Bibel ist ja nicht ein naturwissenschaftliches Buch, das irgendwie in ganz klaren Kategorien argumentieren. Aber das ist einfach ein ungefähres Modell, das uns ein bisschen hilft, wie Gott uns gemacht hat, um das zu sehen. Und was wir auch sehen können, ist schon bereits in den ersten Kapiteln der Bibel, dass Gott uns auch einzigartig geschaffen hat. Es gibt ja noch andere Wesen, die er geschaffen hat. Engelswesen, sogenannte Elohim-Wesen. Die haben den Geist und sie haben eine Seele. So. Und dann hat Gott auch noch Tiere geschaffen. Und das haben die. Sie haben einen Körper. Und das heisst auch, dass die Nefesh sind auch lebendige Seelen. So. Und dann der Mensch, und das ist dort einzigartig, ihm gibt Gott einen Geist, er gibt ihm eine Seele und er gibt ihm einen Körper. Also 3 Bereiche und all die helfen dabei, dass wir Dinge erkennen und irgendwo Sinn aus dem grossen Ganzen machen. Ist mal so gut, okay? Ja. Das ist eine super Frage und wir kommen nämlich jetzt gerade zu dem. Ja. Und zwar ist es so, dass
Gott hat uns die Dinge gegeben und was wir eben dann auch lesen in der Bibel, dass die Welt, die ist ja nicht ganz so, wie sie sein sollte, oder? Dann im Kapitel 3 vom Schöpfungsbericht lesen wir, wie dann einiges passiert ist und aus dem Lot gekommen ist. Und die Frage ist ja, können wir jetzt immer noch erkennen, was die Wahrheit ist? Und die Bibel zeigt uns da viele Beispiele und die Antwort ist nein. Also, wenn wir jetzt schauen, Körper, unsere fünf Sinn, wie du schon gesagt hast, entweder können die beschädigt sein, oder? Oder es ist auch möglich, dass wir, auch wenn sie irgendwie super funktionieren, wenn du nicht wie ich Brille brauchst und so weiter, dass wir uns trotzdem können täuschen können. Ich meine, jetzt hier gerade ein Beispiel, hast du die Geschichte vom Esau, wo da betrogen wird von seinem Bruder. Und dort ist so ein Beispiel, wie die fünf Sinn, wie die versagen. Also der Vater von Jakob und Esau, der hat auch nicht mehr so gut gesehen. Und der Vater wollte den Esau segnen, seinen Sohn. Er hat nicht mehr so gut gesehen. Und nachher heisst es, lesen wir, und Isaac tastete Jakob ab und sprach, die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Hände sind Esaus Hände. Oder er hat gewusst, irgendwo kann ich meinen Sinn nicht trauen, irgendetwas stimmt nicht. Oder noch weitere Beispiele, ich habe das aufgelistet auf dem nächsten Slide. Also wenn wir uns fragen, wie zuverlässig die sind. Oder der Elisa, der mit seinem Diener in der Stadt war und sie war umgeben von einem feindlichen Heer. Sein Diener hatte Angst. Und nachher betet Elisa, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah, siehe, der Berg war voller Pferde und Wagen mit Feuer um Elisa her. Das heisst, was man mit den körperlichen Augen wahrgenommen hat, das war nicht die ganze Story gewesen. Und der Prophet hat gesagt, du mein Diener die Augen öffnen, damit er die ganze Realität vor einem Moment sieht. Oder ein weiteres Beispiel, wo die Jünger auf dem See gewesen sind. Die Nacht ist Jesus gekommen, er ist auf dem See gegangen. Und das heisst nachher, als die Jünger ihn auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sagten, es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht. Oder die Jünger, die mit Jesus nach Emmaus gelaufen sind, da haben sie ihn zuerst nicht erkannt. Und nachher heisst es, ja genau, danke. Nachher heisst es, dass dort nachher ihre Augen plötzlich aufgegangen sind und sie haben ihn können erkennen. Oder wir lesen auch, und das ist noch viel trickier, 2. Thessalonicher 2,9, wie wir als Gläubige gewarnt werden, dass es selbst auch falsche Zeichen und Wunder gibt. Also Dinge, die du siehst mit deinen Augen oder hörst und denkst, wow, das ist grossartig. Aber es ist nicht das Zeichen oder das Wunder von Gott, sondern es steht, dass es vom Find ist. Also wenn wir uns fragen, okay, können wir unseren Sinn wirklich trauen? Ist die Antwort nein, auf sich selber gestellt, nicht. Wie ist es mit unserer Seele? Können wir unserem Verstand, unserem Gefühl, unserem Willen trauen? Wir lesen, wie die Eva von der Schlange verführt worden ist. Wir lesen, wie die Gefühle von Simson manipuliert worden sind, von der schönen Delila, oder? Er hat ihn um den Finger gewickelt. Er hat gedacht, she loves me, oder? Er hat seine tiefsten Geheimnisse offenbart. Und sie hat nachher fett kassiert. Und er ist ins Gefängnis gewandert. Unsere Gefühle können manipuliert werden. Unsere Gedanken, unser Verstand kann verfinstert werden. Jeremia 17,9, trügerisch ist das Herz. Das ist im Hebräischen so ein, unter anderem der Sitz von unseren Gedanken. Mehr als alles andere und unheilbar. Wer kann es erkennen? Also wir können selbst unseren eigenen Gedanken nicht immer trauen. Oder unserer Selbsteinschätzung. Galater 6,3, denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er nichts ist, betrügt er sich selbst und, und. Können wir dann, also eben von dem her, ja, wir sagen, ja, wir können nicht wirklich dem Körper Sinn trauen, nicht wirklich der Seele, können wir unserem Geist trauen. Was sagt die Bibel dazu? Auch der Geist kann sich täuschen. Ein Beispiel aus dem Alten Testament, Ahab, wo ein Lügengeist kommt. 1. König 22,20. Oder auch die Warnung im 1. Johannes 4, was heißt, ihr Lieben, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Also auch im Geist können wir nicht wirklich
hundertprozentig uns darauf verlassen. Also, was sollen wir denn jetzt machen? Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen. Aber wenn wir jetzt auf sich allein gestellt all diesen Sachen, all diesen Werkzeugen, die wir haben, nicht können vertrauen, wie ist es denn möglich? Führen wir uns die Szene vor Augen, wo Jesus auf dem Weg ans Kreuz ist und am römischen Statthalter, am Pontius Pilatus, gegenübersteht. Er steht am römischen Statthalter Pontius Pilatus gegenüber und Jesus sagt, ich bin auf die Erde gekommen, um Zeugnis über die Wahrheit abzugeben. An einer anderen Stelle sagt er, ich bin die Wahrheit. Und der Pilatus, Machtmensch, vertritt das Römische Reich, ist sicher auch geschult in die Philosophie und so weiter, hat sich sicher schon viel Gedanken gemacht. Und schaut Jesus an und sagt, was ist schon Wahrheit? Und da sehen wir, dass obwohl wir ausgerüstet sind von Gott mit Körper, Seele und Geist, können wir denen nicht wirklich voll vertrauen und wir kommen zu ganz anderen Resultaten. Der Pilatus hat im Laufe von seinem Leben die Erfahrung gemacht, was wirklich stimmt, was wirklich wahr ist, ist nicht so wichtig, sondern wahr ist eigentlich der, der sich durchsetzen kann. Das ist eigentlich Wahrheit. Wahrheit bedeutet, dass man wirklich zählt im Leben, ist Macht. Weil der, der Macht hat, kann sich durchsetzen und kann quasi Wahrheit schaffen. Und hier sehen wir, dass es offenbar verschiedene Grundlagen gibt. Und so kommt man mit seinen Werkzeugen, Körper, Seele und Geist, zu unterschiedlichen Resultaten. Und darum schauen wir jetzt im Zweiten noch an, okay, auf welcher Grundlage müssen wir dann Körper, Seele und Geist, die Werkzeuge, die wir bekommen, zum Erkennen, auf welcher Grundlage müssen wir die abstützen, dass wir wirklich auch zum Resultat kommen, das stimmt, zu der Wahrheit. Weil Jesus sagt ja, ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und wir schauen jetzt so ein bisschen zwei von den gängigsten Grundlagen an. Die eine, die erste Kenntnisgrundlage, die wir vor allem kennen hier bei uns, und darum nenne ich es die westliche Grundlage, ist Materialismus. Materialismus bedeutet so viel wie, Jesus sagt hier, mein Reich ist nicht von dieser Erde, ich komme von jemand anders. Ich komme vom Reich vom Geist, vom Reich von dem Himmel. Also es gibt den Bereich vom Geist. Oder man kann es auch das Übernatürliche nennen. Und dann gibt es den Bereich von der Materie. Und Jesus sagt, ich bin von dieser Welt in diese Welt hineingekommen, um das Zeugnis von der Wahrheit zu bringen. Aber der Materialismus, der sagt eigentlich, Moment, der Geist, alles Übernatürliche, das gibt es eigentlich gar nicht. Sondern was eigentlich wirklich existiert, ist das, was man anlangen kann. Also Pilatus sicher jemand gewesen, der gesagt hat, hey, das, ich glaube, was ich sehe, okay? Hast du das auch schon gehört? Ja. Das ist das, wo bei uns, es hat auch lange Tradition. Ganz kurz, es hat schon angefangen bei den Griechen, der sich in die Atomlehre erfunden hat, der Demokrit. Die Seele, in Wirklichkeit gibt es nur Atome und das Leere. Oder die Seele hat die gleiche Natur wie das All. Also deine Seele, deine Gedanken, ist eigentlich nur eine Funktion von deinem Hirn, oder? Oder dann später, wie das Beispiel Karl Marx, nicht das Bewusstsein bestimmt das Leben, sondern das Leben, oder damit meint das Materielle, bestimmt das Bewusstsein. Oder dann noch ein moderner, ein Physiker, Carl Sagan, der sagt es so, das Universum ist alles, was ist oder jemals war oder jemals sein wird.
Das ist eine Grundannahme, wo du kannst davon ausgehen kannst. Du kannst deine Werkzeuge nehmen von der Erkenntnis und kannst sagen, das ist die Grundannahme, wo ich davon ausgehe. Also es ist nicht, dass man das beweisen kann, sondern es ist einfach, von dem gehe ich jetzt mal auf. Und das bedeutet, ihr seht es im nächsten Slide, so die Sicht, wo wir auch in der Schule weitgehend lernen, mit Evolution und so weiter, wo nicht einfach nur sagt, dass wir uns entwickelt haben, sondern dass das Ganze eigentlich nur ein zufälliger Mechanismus ist. Dass es eigentlich nur das Natürliche und nichts Übernatürliches gibt. Das sind eigentlich zwei Grundlagen. Das erste, wo man einfach stillschweigend annimmt, wir sind das Produkt von blinden Naturprozessen. Das ist die erste Grundlage und auf das raus. Und bei uns geht es darum, dass wir überleben können. Oder wie der Pilatus als Soldat, als Statthalter. Darum hat er nachher auch Jesus verurteilt, dass er nachher gekreuzigt worden ist. Er hat Angst bekommen um seine Position, um sein eigenes Leben. Und dort geht es darum, dass wir unsere Werkzeuge benutzen, Körper, Seele und eben Geist gibt es ja gar nicht in dieser Anschauung. Ich erkenne, um mich durchzusetzen. Oder? Das ist eigentlich die Idee. Und was sagt die Bibel dazu? Psalm 14. Und das klingt zuerst einfach wie eine krude Beleidigung. Der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Aber es geht nicht einfach um eine Beleidigung da, sondern es geht um die Feststellung, dass jemand, der davon ausgeht, dass er eigentlich nur ein höher entwickeltes Tier ist, nicht kann davon ausgehen, dass die Gedanken, die zufällig in seinem Gehirn produziert werden, irgendetwas an Wahrheit, irgendetwas an Nennenswertem hervorbringen. Und für die es interessiert, wir tun übrigens, ich gehe jetzt relativ zügig durch das Tore im Foundation, in dieser Kleingruppe, die Mittwoch anfängt, dort nehmen wir uns unter anderem Zeit, um wirklich auch so Sachen auch in der Tiefe können nachzugehen. Weil ich finde es so wichtig, dass wir wissen, auf was dass wir gegründet sind, oder? Es interessiert vielleicht nicht jeder gleich, aber ich finde es so wichtig, dass wir zumindest gewisse von uns das durchdenken. Und der Alvin Plantinga ist ein christlicher Philosoph, ein recht bekannter, und er hat gesagt, wenn diese Fähigkeiten da, eben Geist, Sinn und Liebe und so weiter, wenn die einfach nur durch Zufall entstanden sind und es nur darum geht, dass wir uns durchsetzen in unserer Umwelt, dann ist unser Gehirn und so weiter nicht darauf ausgelegt, Wahrheit zu finden und die grossen Fragen zu beantworten, sondern nur, wie kann ich überleben, oder? Und da könnt ihr selbst falsche Glaubensinhalte könnt ihr weiterhelfen zum Überleben. Okay. Und darum sagt die Bibel, jemand ist ein Tor, er untergrabt sich selber und seine Resultate, wenn man sagt, es gibt nichts Übernatürliches, es gibt keinen Gott. Nächste Variante ist genau das Gegenteil. Und das ist für mich eine östliche Sicht, dass man sagt, ja, es gibt den Geist und es gibt Materie. Aber im Grunde genommen ist alles Geist. Und Materie ist eigentlich eine Illusion. Alles ist eigentlich Geist, alles ist Gott und Gott ist alles. Hast du das auch schon gehört? Hinduismus oder Buddhismus und so weiter. Und da einfach von jemandem, der das vertreten hat. Adi Shankara Brahman, das ist eben die Allseele oder der Allgeist, ist die einzige Wirklichkeit, die Welt ist Illusion. Es gibt letztlich keine Unterscheidung zwischen Brahman und individueller Seele. Also dein Ich, dein Selbst, also selbst, was der Descartes gesagt hätte, dass er glaubt, weil er Gedanken hat, dass er ist, das stimmt nicht, sondern du bist eigentlich nur eine Illusion. Und eigentlich auch das alles, da geht's, das ist eigentlich nur, wir müssen uns eigentlich lösen von dem. Und darum sind auch die Meditationstechniken und die Übungen, wo es darum geht, dass du dich entleerst von allem, oder? Von dir selber. Und dass du dann eigentlich aufgehst im Alles, oder? Und dich eigentlich auflösest. Und von dem her ist die Gedankengrundlage, die hat auch wieder so zwei
kann so zusammenfassen als zwei Grundlagen. Alles ist göttlicher Geist. Also alles bin ich und ich bin alles und Gott ist alles und ich bin Gott und so weiter. Und ich und alles Materielle sind eigentlich Illusionen. Und darum geht es darum, dass ich kann wachsen in der Erkenntnis, aber eigentlich um mich selber aufzulösen. Oder? Das ist die Idee nachher. Also es sind alles konsequente Modelle, oder? Also seht ihr das? Aber die Frage ist, was schaut denn dort raus? Die Bibel hat einiges zu dem Modell zu sagen, weil auch mit dem sind Gemeinden im Neuen Testament konfrontiert gewesen. Es ist so ein dort als Gnostizismus bekannt gewesen, wo man gesagt hat, ja, eigentlich ist nur der Geist relevant und eigentlich gibt es zwei Götter, einen, der eben gut ist, wo Geist ist, und dann gibt es einen Bösen, der die Welt geschaffen hat. Und es geht darum, dass du dich eigentlich löst von allem Materiellen und von allem, und dass eigentlich nur der Geist eine Rolle spielt. Und wir lesen zum Beispiel im 2. Petrus 2,2, was dann eine Konsequenz kann sein von dem. Die Lehrer beschreiben dort, mit ihrem zügellosen Lebensstil werden, also die falschen Lehrer, jedoch viele Anhänger finden, und ihretwegen wird der Weg der Wahrheit in Verruf geraten. Und das ist auch bei unserer Gesellschaft, bei unserer Kultur, ist das so drinnen, oder? So das Meditieren und sich lösen und gewisse Sachen und dass alles irgendwie verbunden ist und so weiter. Und was dann eine Konsequenz von dem kann sein, ist, wenn du sagst, ja, das Materielle spielt gar keine Rolle, was ich mit meinem Körper mache, sondern es sind einfach geistliche, mystische Erkenntnisse, aber die kann man gar nicht wirklich kommunizieren, weil der Verstand musst du auch ausschalten. Das heisst, du kannst es gar nicht wirklich fassen mit deinem Verstand und mit Logik. Das heisst, du kannst auch nicht wirklich sagen, was es ist, sondern es ist irgendetwas, was du fühlst und irgendwie dem aufgehst. Und was du dann mit deinem Leben und deinem Körper machst, das ist nochmal ganz eine andere Geschichte und ist eigentlich nicht wirklich relevant. Und auch da zeigt uns die Bibel, dass eigentlich, was dort dabei rauskommt, ist nicht Wahrheit, sondern am Schluss einfach Verwirrung. Und darum wenden wir uns jetzt einfach noch am dritten zu. Und das ist die biblische Grundlage, wo wir uns selber draufstellen können, die Offenbarung mit Offenbarung zu tun hat, mit Gott, der sich offenbart. Sprüche 1,7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Also musst du das nochmal lesen. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Also wo fangen wir irgendwo an, wirklich etwas an Realität und etwas zu erkennen, was Wahrheit ist. Furcht des Herrn, Ehrfurcht hat damit zu tun, dass wir Gott lassen, Gott sein. Dass wir nicht ihn definieren, ob er existiert oder nicht, oder wie er jetzt ist oder nicht ist, sondern dass er, so wie er sich offenbart und zeigt, dass wir ihn so auch mal annehmen und ehren und respektieren. Und nochmal Johannes 8,32, wo Jesus gesagt hat, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Da sehen wir zwei Grundlagen. Man kann es auch wieder so sehen, dass wir uns selber und unser Erkennen auf eine Grundlage stellen. Und das erste ist mal die Annahme, dass Gott wirklich auch redet. Und dort hapert es schon bereits, weil es gibt selbst eben Gläubige, die denken, ich glaube, Gott redet nicht zu mir, oder? Aber damit wir überhaupt können fähig sein, die Wahrheit zu empfangen, müssen wir mal offen sein und mal uns auf die Annahme stellen, dass Gott überhaupt redet. Wieso? Weil die Bibel das ganz klar sagt. Gott ist sogar das Wort. Also Gott selber ist Wort. Im Anfang war das Wort war bei Gott. Ja, das Wort war Gott. Von Anfang an war es bei Gott, Johannes 1. Und alles ist dadurch entstanden. Ohne das Wort entstand nichts von dem, was besteht. Also Gott ist ein Gott, wo redet und sich offenbart. Aber das allein reicht ja noch nicht, weil es könnte sein, dass er dich anlügt, oder?
es könnte so ein tricky Gott sein, wo dann schaut mal, okay, sagen wir mal das und mal dieses, oder? Das allein reicht noch nicht, sondern es braucht noch das Zweite, noch tiefer, dass Gott gut ist. Oder die Bibel auch sagt, dass er Liebe ist, dass er dich nicht will hinter das Licht führen, sondern wenn er rettet, dass er auch Wahrheit rettet und dass er das Beste im Sinn hat. Es ist so spannend zu sehen, im Alten Testament, wie das beschrieben ist, wie Gott sich beschreibt. Dank dem Herrn, denn er ist gut, seine Gnade hört niemals auf. Das Wort dort, Emet, heißt so viel wie treu. Oder das Wort Chesed, Liebe, liebende Güte, Barmherzigkeit. Also er ist absolut zuverlässig und er ist Liebe, er hat das Beste im Sinn. Und das ist so wichtig. Gott wird dich nie anlügen. Titus 1, 2. Gott lügt nie. Und nicht nur das, sondern 1. Timotheus 2, 7. Er will ja, dass alle Menschen gerettet werden, indem sie die Wahrheit erkennen. Hast du das gewusst? Gott möchte, dass jeder Mensch, dass er die Wahrheit erkennt. Mir ist gleich, was dein theologisches System ist oder was du schon gehört hast. Das ist das, was das Wort sagt. Gott möchte, dass jeder die Wahrheit erkennt. Und weißt du, wie das Ganze angegangen ist? Apostelgeschichte 17, 25. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas benötigen würde, da er doch selbst allen Menschen Leben und Odem, da haben wir das gleiche Wort, wo das hebräische Wort übersetzt wird von dem Atem, wo Gott den Mensch eingehaucht hat, am Anfang, als er ihn erschaffen hat. Also sein Odem, er hat dir seinen Geist gegeben und auch sonst alles. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. Er wollte, dass sie die Erde bewohnen. Er bestimmte die Zeit ihres Bestehens und die Grenzen ihres Gebietes. Wieso? Er wollte, dass sie nach ihm fragen und dass sie sich bemühen, ihn irgendwie zu finden. Obwohl er keinen von uns wirklich fern ist. Damit sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl umhertastend wahrnehmen und finden möchten. Sei nochmal, und doch ist er ja jedem Einzelnen von uns nicht ferne. Also nochmal zu der Frage dort am Anfang. Auch wenn wir Einschränkungen haben, auch wenn unsere Leben nicht einfach verlaufen sind, auch wenn gewisse Dinge mit unseren Erkenntniswerkzeugen, wenn die irgendwo schief sind, oder auch deine Prägungen, die du mitbekommst. Eben Skeptizismus, Materialismus oder Verletzungen oder alles Mögliche, was irgendwo im Weg steht. So hat Gott dich doch ausgerüstet, dass du die Wahrheit erkennen kannst. Wenn du dich auf die Grundlage stellst von seinem Wort, das sagt, erstens, nicht nur, dass es Gott gibt, sondern Gott ist gut. Du kannst ihm nicht begegnen. Es sei denn, dass du nicht vom Schlimmsten ausgehst und sagst, weißt du was? Also gut, ich probiere sich mein Vertrauen auf Gott zu legen. Und zweitens auch davon ausgehst, nicht nur, dass er gut ist, dass er lieb ist, sondern dass Gott auch ein Gott ist, der rettet. Der zu dir rettet. Wo dich ausgerüstet hat, perfekt ausgerüstet hat. Egal, ob jetzt alles irgendwie super funktioniert oder nicht, aber er hat dich ausgerüstet, dass du kannst erkennen, dass er dir nicht fern ist. Aber weil wir uns auf andere Grundlagen stellen, vom Materialismus, der sagt, ja, eben, das Übernatürliche, das, was ich nicht kann, irgendwo kann nichts mit dem anfangen. Und schon von dem ausgehst, wird es schwierig. Oder andersrum, es spielt eine Rolle, auf was für eine Grundlage dass wir uns stellen. Aber Gott ist nah, er ist gut und er redet. Amen. Lass uns beten.
Ja, himmlischer Vater, ich danke dir vielmals für dein Wort, das uns einfach zeigt, es gibt eine Wahrheit. Und du möchtest, dass wir sie erkennen. Und du rüstest uns auch aus, dass wir sie erkennen können. Ich danke dir vielmals für das. Und danke, dass deine Wahrheit auch frei macht. Und ich würde jetzt einfach fragen, wenn wir die Augen zu haben zum Gebet, hey, ist jemand da und du merkst, hey, ich habe es gesehen, ich habe den falschen Ort gesucht oder ich bin von völlig falschen Grundlagen ausgegangen, aber jetzt möchte ich mein Vertrauen auf Gottes Wort setzen. Jetzt möchte ich glauben, dass er gut ist und dass er mich liebt und dass er auch zu mir redet. Und dann musst du einfach noch Folgendes wissen. Jesus hat gesagt, dass die Wahrheit frei macht. Und er ist genau gekommen auf die Erde. Und nicht nur, um etwas zu erzählen, sondern um das auch zu zeigen. Er ist ans Kreuz gegangen. Er hat das vollkommene Leben gelebt, keine Sünde. Ist aber dann als Verbrecher gekreuzigt worden und hat alle unsere Schuld, unsere Schmerzen, unsere Sünden auf sich genommen. Wieso? So, dass wenn du zu ihm kommst, dass du dann duschen darfst. Er gibt dir seine vollkommene Liebe und sein vollkommenes Leben und du darfst dafür alles Schrott bei ihm abladen. Alle deine Sünden, alle deine Schuld, all deine Schmerzen. Und das kannst du jetzt tun. Alles, was es braucht, ist, dass du sagst, ja, Jesus, ich vertraue deinem Wort. Dann sag das jetzt ihm. Ich vertraue deinem Wort. Und du kannst ihn auch einladen, jetzt Jesus, bitte komm in mein Leben mit deiner Wahrheit. Vergib mir meine Sünden. Und gib mir deinen Geist. Gib mir dein Leben. Ich möchte dich mehr und mehr erkennen. Dass du mich frei machst, Herr. Amen.